Okay, super. 6. Dann würde ich mal sagen, wir fahren mal hier hin. Machen diese beiden hier noch. In 400 Metern rechts Und dann gucke ich mal, wie viel Zeit ich noch habe. Oder wir noch haben. Vielleicht werden wir dann, würde ich so sagen, machen wir noch mal ein paar Driftrennen. Also fahren wir dann mal zu den Drift Club. in Und 400 Metern rechts irgendein. abbiegen. In irgendeinem Rennspiel hatte ich auch mal ein GTO. Rechts abbiegen. Mir fällt gerade was ein. Können wir mal eben gucken, was wir hier bei den Autos haben. Plus 9. 60. Machen wir das mal. Das hier irgendwie. Driftfähigkeit um 250%. Okay, was ist das hier? E-Drift. Okay, was wird das hier jetzt? Die Punktzahlen für Driftberührung, Fähigkeiten eines Autos werden erhöht. Berührung. Aha, okay. Haben wir hier noch Fähigkeit, Kombos. Was ist das hier? Kampagnenrennen. Einfluss 100%. Okay, wir. Vielleicht fahren wir noch mal Rennen. Natürlich, irgendwann fahren wir noch Rennen. Spätestens, wenn wir diese Stories hier fertig haben, dann werden wir natürlich auch diese wöchentlichen Meisterschaften fahren. Und wir haben 180.000. Jo, da haben wir gleich unser Geld wieder drin. Oh nein. Wollte eigentlich kein Konto da machen, wollte ich schon sagen. Kann kein Re-Spin machen. Yeah, gelbe Schuhe. Yeah. So, geht's jetzt weiter. Und dann gucken wir mal, was der Stuntman da so zu sagen hat. Ah, jetzt habe ich hier keine Bilder gemacht, ne? Hoppala. Yeah. Naja, egal. Kriegen wir schon an, mal sehen. Weil der ist gar nicht so spritzig. Könnte man auch mal ein bisschen mehr Leistung vertragen, der Wagen hier. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor. In 400 Metern links abbiegen. Aber ich würde ihn mal so lassen. Oder baue ich den noch mal ein bisschen mehr auf? Bei nächster Mal sehen, Gelegenheit. weiß ich noch nicht. Hä? Hat er nicht gesagt, hier rein? Okay, ich war zu früh. Ich war zu früh, deshalb ging ich nicht rein. Hä? Okay. Lassen wir das mal. 100 Metern links abbiegen. Links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. Okay, ich war ein wenig zu früh dran. Yeehaw! Und Abmarsch! Langgezogene Kurve hier. Noch eine. In 400 Metern rechts abbiegen. S-Kurve hier. Rechts So, da abbiegen. sind wir schon. Ups. So, mal Du hast sehen. dein Ziel erreicht. Sie haben ihr Ziel erreicht. Super. Super. Ich brauche wieder Szenen für den Frankie Beaumont-Streifen. Laut Produzenten sind jetzt fast alle Fahrtszenen geschrieben. Ich habe ihnen gesagt, dass sie so viele haben können, wie sie wollen, weil wir ja dich hier haben. Die Route führt südlich am Lake District vorbei. Bei der Szene fahren wir wohl quer übers Gelände. Okay. Oh Mann, dieser Musik, Stunt-Crew ey. und Stunt-Fahrzeug sind schon vor Ort. Wir sehen uns dort. Okay, wir müssen hier lang.
6,6 Kilometer. 6,5, okay. 3 Minuten 30 haben wir Zeit. Okay. Sollen wir wohl hinkriegen. Würde ich mal so sagen. In 400 Metern rechts abbiegen. So. Rechts abbiegen. Einmal hier rechts rum. So, fahren wir einmal zum Zielort. Da hinten ist ja okay. Eine Minute haben wir gleich rum. Okay. Wow. Einmal den Mast hier umfahren. Also driften kann er. Hä? Bin schon wieder so früh abgebogen. Was ist denn los hier? Rechts abbiegen. Wir haben nur Rennreifen drauf. Was ist denn los? Hätte ich das gewusst, hätte ich andere Reifen raufgezogen. Raufgezogen vor allem. Also gewechselt. Weil, wieso? Mit Rennreifen auf Schotter. Macht ja keinen Sinn. Das macht sowieso viel Sinn hier irgendwie. Weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Aufrollreifen nicht so gut sind, wie sie eigentlich sollten. Habe ich so das Gefühl. Weil es kommt immer darauf an, was für einen Wagen man hat. Und je nachdem, was für einen Wagen man hat, sind sie besser oder schlechter. Also die Offroad-Reifen. Okay, sollen ja schneller da sein. Guten Tag, bin da. Sehr schön, ich verstehe, warum man hier drehen will. Das sieht gut aus. Einmal quer durch. Die haben gesagt, ich soll schneller sein. Jo. Ich dachte, hier soll der große emotionale Moment gedreht werden. Du weißt schon, wunderschöne Landschaft und berauschende Musik. Und die Strecke entlang Derwentwater ist schön, aber... Du fährst den hier. Oh Mann, bei dieser ganzen Power und Dynamik werde ich gleich emotional. Geht's dir nicht genauso? Weiß ich nicht. Nö, ja, eigentlich nicht. Dann mal los. Szene 48A. Hochgeschwindigkeitsfahrt. Action! Da vorne wird's ungemütlich. Fahr abseits der Straße, wenn's sein muss. Hä? Du bist ungemütlich, hä? Verstehe ich jetzt nicht, aber naja. So. Das hört sich so an nach einem Fünfzylinder hier. Ja, es ist halt ein bisschen kurvig hier, aber was ist jetzt unglücklich? Oder was meint damit ungemütlich? Ich verstehe es nicht, aber naja. 400 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen, okay. Erstmal den Zaun abbauen hier. Erstmal Zaun ab. Mann, der hat auch Power hier, ey. Aber du hältst dich noch zurück. Das kannst du besser. Das kann ich besser? Hallo? Dann mach du das doch. Will ich mal wissen, wie gut du bist. Davor musst du springen. Ich will alle vier Reifen in der Luft sehen. Juhu! Scheiß. Ja! Habt ihr es gesehen? Das waren alle vier Reifen in der Luft. Sogar zweimal. Weil doppelt hält besser. Ich hab halt die Kontrolle verloren. Nee, die Richtung verloren. Puh.
Wir brauchen noch ein Bild, bevor ich das andere, das alles wieder vergesse. Wie machen wir das denn so? Ein Bild, für ein Bild, speichern, ja. Yeah. Komm, wir speichern den hier. Wir überspeichern den hier, denn den überspeichern wir. Nein, wir wollen nicht speichern. Run, dun, 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 dun. Mit etwas mehr Gefühl. Drift ein bisschen für die Kameras, aber pass auf die Bäume auf. Ich drifte doch schon die ganze Zeit. Hallo, guckst du auch mal zu? Hä? Was für ein Regisseur, Alter, meine Güte. Oder habe ich ein bisschen mehr Buckelpiste, dann war's das. Vielleicht soll das eine Metapher für die Filmfiguren sein. Was weiß ich. Metern hast du dein Ziel erreicht. Oh oh. Noch 3 Sekunden. Absolut genial. Das soll der echte Frankie Beaumont mal nachmachen. Wir jo, ne? Den Film über dich drehen. Das glaube ich aber auch. Ein Film über mich. Über Frankie Ark. Hätte einen auch noch mal voll Bock drauf. Mit so kleine YouTuber oder die dazu Lust haben, so einen kleinen Film zu drehen. Wirklich nur klein, nicht so professionell. So mit, weiß nicht, Camcorder oder gute Kameras oder so. Einen kleinen Film zu drehen. Hätte ich mal Lust. In Ordnung, das ist er. Dein letzter Auftritt als Stuntman von Frankie Beaumont. Der Höhepunkt des Films, an dem wir schon seit Monaten arbeiten. Natürlich nur, wenn die sich kein neues Ende einfallen lassen. Aber egal, wir geben bei der Szene alles. Wirklich alles. Bist du dabei? Seit Monaten? Seit Jahren. Die Stuntcrew hat am alten Flughafen alles aufgebaut. Fahr mit dem Stuntfahrzeug hin, aber du weißt ja, keine Kratzer. Keine Kratzer, hallo? Ein richtiger Stunt-Auto hat Kratzer. Ansonsten ist es kein Stunt-Auto, sondern ein Ausstellungsstück. Junge, Junge. Sagten sie, und ich fahre erstmal in eine Büsche hin und ging auf ein anderes Auto. Naja, keine Kratzer ist auch so ein bisschen, ne? Betrachtungsweise. In 400 Metern links abbiegen. Also ich würde sagen, das sind keine Kratzer, das ist schon eine Beule. Von Beulen haben sie nichts gesagt, sie haben mir nur gesagt, dass ich keine Kratzer reinmachen soll. Links abbiegen. Zum Flughafen, hallo? Das ist auch ganz schön weit weg, oder nicht? Na gut, fahren wir mal hin und gucken wir mal, was wir da machen sollen. Da bin ich ja mal ganz gespannt. Jetzt ruckelt das schon wieder hier. Du, 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 du. Ui. Wieso ruckelt das wieder so? Weiß das jemand? Bitte antworten Sie. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Ich habe keinen Kratzer reingemacht. Das waren die Schilder. Das waren die Schilder, das war ich nicht. Die Schilder standen im Weg. Die haben mich nicht durchgelassen. Und das stand auch im Weg. Ich nehme alles weg. Alles abbauen, was im Weg ist. Ich öh. Hallo, kannst du auch mal blinken? Wechselt der nächste einfach so rüber. Yeah, mit 260 über die Autobahn. 270.
280. 290. 300. 310. Okay, das haben wir geschafft. 310. Rechts abbiegen. Zum Flughafen. Oh, das war der Rückwärtsgang. Entschuldigung. Aber hier geht es ja noch zu der Matschbahn, zu der Geländestrecke. Da müssen wir auch nochmal lang mit dem Geländewagen, ne? Mit Off-Roller. Rechts abbiegen, okay. Was den Aston Martin ist auch, glaube ich, noch sehr teuer, ne? Muss mal gucken nach älteren Autos, wie teuer sie sind. Hier ist der Flughafen? Was ist denn hier der Flughafen? Jetzt laufen nur noch die allerletzten Vorbereitungen. Die allerletzten. Es gibt drei Sprünge, die durch Waggons getrennt sind. Du musst dich an die Route halten und jeden davon schnell und hart nehmen. Du bist jetzt immerhin ein professioneller Stuntfahrer. Hey, ich weiß nicht mehr, ob du den Guten oder den Bösen spielst oder worum es in dem Film geht. Ich weiß nur, dass es eine Freude ist, dir beim Fahren zuzusehen. Also ich denke mal, wir fahren so Art James Bond mäßig hier rum. Halt und Beifruch. Szene 99A, Schienen-Showdown. 99, ah. Okay. Geradeaus die erste Rampe runter. Laut Drehbuch. Ja, wen juckt schon das Drehbuch? Hä? In 400 Meter. Laut Drehbuch, da fehlt schon das Drehbuch? Okay. Okay, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Denn sie wussten nicht, was sie taten. Stuntman, eigentlich können wir auch mal ein bisschen driften, ne? Eigentlich driften die auch immer. Ups. Komm bei dieser scharfen Kurve nicht von der Straße ab. Für den nächsten Sprung brauchst du Tempo. Okay. Ich bin aber eben ein bisschen langsam reingefahren. Aber. Kommt da vorne. Denk dran, jede Landung, die du überlebst, ist eine gute Landung. In 400 Metern. Okay. Nächste Kurve. Wenn du über die Wiesen fahren willst, dann mach. Aber mach schnell. Hä? Ach du, da müssen wir lang. Okay. Das ist der große. Niedrig oder hoch? Du entscheidest. Wow. Nein! Jetzt habe ich dann wieder Rückwärtsgang ein. Voll der professionelle. Yeah! Das war voll schlecht. Darf ich nochmal machen? Ich war nicht zufrieden. Nein? Oh, ich habe mit den Produzenten gesprochen. Hättest du Lust auf ein bisschen Schauspielunterricht? Die arbeiten wohl deutlich lieber mit dir als mit Frankie Beaumont. Okay, ich habe jetzt aber nochmal neu gestartet. Kommt das gleich nochmal? Halt und Beinbruch. Szene 99A, Schienen-Showdown. Action! Weil das gefällt mir nicht. Geradeaus die erste Rampe runter. Laut Drehbuch. Ja, wen juckt schon das Drehbuch? So. 400 Metern scharf links abbiegen. Das war nämlich schlecht gefahren hier. Echt schlecht. So. Oh, das sind unsere Bremsschuhe noch. Scharf links abbiegen. In 400 Metern links abbiegen. Okay, das konnte man so lassen. Da kann man so lassen. Diese Kurve war auf jeden Fall sehr schlecht. Links abbiegen. Komm bei dieser scharfen Kurve nicht von der Straße ab. Für den nächsten. Das war gut. Das war gut, das sah richtig gut aus. Und jetzt über die Waggons hier. Der nächste Sprung kommt da vorne. Extra, jede Landung, wow, die du überlebst, ist eine gute Landung. In 400 Metern. Und dann müssen wir mal gucken, hier gleich links rein, rechts rein. Nächste Kurve. Wenn du über die Wiesen fahren willst, dann mach, aber mach schnell. In 100 Metern rechts abbiegen. Bin auf der Straße, hallo? Das ist der große. Niedrig oder hoch? Du entscheidest. Das ist der große, niedrig oder hoch? Hä? Ist da jetzt der Unterschied? Cut!
Naja! Komisch, merkwürdig, aber naja. Dass ich das mal sage. Ich hätte es selbst nicht besser hingekriegt. Danke. Nein. Oh, ich habe mit den Produzenten gesprochen. Hättest du Lust auf ein bisschen Schauspielunterricht? Die arbeiten wohl deutlich lieber mit dir als mit Frankie Beaumont. Ja, hätte ich. So, Einfluss, yeah. So, sagte er. Du hast Mike anscheinend beeindruckt. Und Mike ist nicht leicht zu beeindrucken. Ich sag dir Bescheid, wenn er nochmal nach dir fragt. So, ein bisschen Zeit habe ich noch. So, ich denke mal, wir fahren jetzt nochmal was anderes. Das ist ja auch so Art Rundkurs oder halt A von B und so, normales Rennen. Ich denke mal, wir fahren mal dahin. Bisschen quer, denn dann sieht man mehr. So. 6 Kilometer. Wenn wir wohl noch hinkriegen hier. Dum, 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 dum. In 400 Metern links abbiegen. Okay. Links abbiegen. Oh, Baum. Oh, schon wieder zwei geschaltet. Okay. Wir sind gleich da. Gleich vor allem. Zumindest haben wir es fast geschafft. Ich weiß nicht, was ich heute laber. Heute bin ich irgendwie Spaß an Spielen, ja? Labern heute. Krautsalat. Gibt's heute. Krautsalat. Kraut und Rüben. Ich weiß nicht, wie ich immer darauf komme. Auf Kraut und Rüben. Ich weiß auch nicht, was das für einen Sinn macht. Dieses Kraut und Rüben. In 200 Metern links abbiegen. Der hat aber Grip, Alter. Meine Güte, ey. Links abbiegen. Und den haben wir schon ziemlich. Wir haben ja sogar den. Ein Upgrade-Lader aufgesetzt und so. Naja, Trip hat der, ey. Gut, wir sind nur auf Sport. Können aber auch den nochmal auf Rennen aufrüsten. Und dann fährt er bestimmt noch ein bisschen zügiger hier lang. So, wir müssen jetzt hier die langgezogene Kurve fahren. Und dann fliegen wir ab. Oh, gut, wir haben keinen Baum getroffen. Das ist schon mal sehr gut. In 400 Metern links abbiegen. Okay. Ab zum Drift Club. Links abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. Quietsch. Wir haben unser Ziel erreicht. Yeah. Du, 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 du. So. La 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 la. Einige behaupten auch, dass sich nur japanische oder amerikanische Autos zum funktionalen Übersteuern eignen. Auch das stimmt nicht. Hier im Drift Club finden wir an den verschiedensten Orten Driftfahrzeuge. Schweden zum Beispiel. Das ist ein Volvo 242 Turbo Evolution mit ein paar Anpassungen von mir. Ich denke, der sollte mehr als angemessen sein. Okay, probieren wir mal, ne? Du kannst dich auf dem Weg ja noch ein bisschen austoben. Okay, 100.000 sollen wir, 110.000 Punkte sollen wir erreichen. Oh, und dann auch noch auf Schotter, Alter. Sind die sich sicher, Alter? Hallo? Hallo? Leute? Ich fahr
im vierten Gang und dann haben wir einen durchdrehenden Reifen, okay. Aber wir müssen ja eigentlich auf der Straße bleiben. Boah, Junge. Boah. Auf der Straße bleiben, bitte. Danke. Hä? Wo müssen wir denn hin? Was ist denn der Zielort? Wieso sagt mir nicht, dass wir verkehrt fahren? Hä? Wieso sagt er denn nichts? Ich habe die Orientierung verloren, weil ich dabei war zu driften. Ich schniff sehr gut, aber ich will Leidenschaft sehen. Komm schon. Leidenschaft. Wahrscheinlich war das hier wieder rauf ging, habe ich gedacht, nö, von mir nicht hin. Oh, dann fahr doch mal geradeaus hier. Sagt der uns vor den Driftwagen. Wieso haben wir eigentlich den verkehrten Reifen für sowas? Auch wenn man driftet, braucht man schon dementsprechend auch die Reifen, um halt auf diesen, auf das Terrain dann vorwärts zu kommen. Weil ohne Traktion kommen wir auch nicht vorwärts. Und ohne Vorwärts, also Traktion, kann man auch nicht driften. Würde ich jetzt mal sagen. Ich gebe die ganze Zeit ordentlich Gas. Aber das bringt nichts, wenn wir nicht vorwärts kommen. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so richtig mache hier. Aber wir machen zumindest irgendwas. Wir haben schon mal 100.000 mehr, als eigentlich wir brauchen. Also ist das eigentlich diskriminierend hier, gerade was wir machen? Nur weil das ein alter Volvo ist, der nicht so wohl, weiß ich, begehrt, stimmt. Aber muss man mit so einem auch wirklich hier durch so Modder fahren hier? Wärst du zufällig daran interessiert, dein Bild auf dem Handbuch des Driftclubs abgebildet zu sehen? Also ich würde mal sagen, ich weiß auch nicht gerade, was ich sagen wollte. Ich hab's vergessen. Ich muss mir mal gerade ein bisschen konzentrieren, damit ich diesen Wagen so einigermaßen auf die Straße behalte hier. Und wie man sieht, wir sind mal eben so. Genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Ich glaube, wir sind auch in der verkehrten Jahreszeit hier. Eigentlich ist das ja auch trocken im Sommer. Meistens jedenfalls. Siehst du, genau das meine ich. Die Leute denken, Driften sei Kontrollverlust über das Fahrzeug. Aber eigentlich balanciert man Traktionsverlust und Grip genau aus. Damit will ich sagen, dass es ein genau kontrollierter Kontrollverlust ist. Hä? Kontrollierter Kontrollverlust, aha. Also genau so wie eine gerade Kurve, ne? Weil die gerade Kurve ist immer schneller als eine Kurve. War eben Mario Helm? Mein Aston Martin. Natürlich als Forza Edition. Okay. Lassen wir das so mal im Raum stehen. So. Das war das. Das war der erste Streich. Und der zweite folgst du gleich. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Hoppala, Entschuldigung. Oh. Joel hat mir erzählt, dass überall auf dem Kontinent neue Driftclubs entstehen. Berlin, Paris, Amsterdam. Ich habe die nicht gestartet. Hast du sie gestartet? Mhm. Soll ich denen den Newsletter schicken? Wie dem auch sei. Hier ist der 1969er Mustang Boss. Ein unglaubliches Fahrzeug. Und das war, bevor ich unter der Motorhaube tüfteln durfte. Okay.
Wow. Diese langen Fahrten auf dem Land sind perfekt dafür geeignet, um den Drift Club überall bekannt zu machen. Fahr doch bitte mal nach Broadway. Nach Broadway? Okay. Okay, mit dem kann man. Kann man mit dem hier driften? Ich weiß es noch nicht. Ja, es geht. Es klappt. Lange Driftkurven. Okay. 100.000, okay. Oh, boah. Okay, ein bisschen Speed wieder aufbauen. So. Weißt du, es hat alles mit Kunimitsu Takahashi angefangen. Er hat das Driften erfunden, weil er alle Rennen gewann und eine Herausforderung gesucht hat. Okay, jetzt sind die Reifen warm, also lass uns doch weitermachen. Ja, wir sind auch noch nicht mal am Ziel angekommen. Beim Driften geht es um Unterhaltung, nicht nur um die Technik. Einige Mitglieder unseres Clubs sind ein wenig zu sehr auf die Details fixiert, wenn du mich fragst. Okay. Wow. Langsam. Jetzt kommt mein Lieblingsabschnitt. Sehr technisch mit vielen engen Kurven. Okay. Aber jetzt machen wir eine etwas längere Kurve. Das ist Können, kein Zufall. Drehmoment, wir brauchen Drehmoment. Ups. Hui. In 400 Metern rechts abbiegen. Okay. 400 Meter rechts abbiegen. Ah, ich war doch mal Müll, oder nicht? Manchmal nimmt er irgendwie nicht die Taste an. Die Fototaste. Der Geist von Mr. Takahashi lebt im Horizon Drift Club weiter. Während hingegen der Geist von Robert Glenn mehr als glücklich damit ist, endlos an seinem Motor und der Aufhängung zu basteln. Vielen Dank. Okay, oh, der ist ein bisschen tief, wie man sieht. Da ragt das Austoff. Alles klar, da ragt das der Reifen ein bisschen in die Karosserie. Stufe 8. 19. Dann werden wir das ja auch noch schaffen. Dann haben wir es ja bald geschafft, ja alles. So. Sagte er. Jetzt kommt Stufe 9. Oder Kapitel 9. Kapitel 9. Dürfen wir da fahren? Wir sind gespannt. Dir scheint deine Fahrt durch Edinburgh gefallen zu haben. Wir sollten das wiederholen. Morgens ist immer wenig Verkehr. Da solltest du die Straßen für dich haben. Und ich möchte dich damit losschicken. Nee, doch nicht. Ein RX-7 in der dritten Generation. Zwei Turbolader, Frontmotor und Heckantrieb. Der ist ziemlich gut. Und ein Wankelmotor. Ein Wankelmotor da. Ein Wankelmotor. Du solltest den Weg kennen. Aber du kannst natürlich auch das Navi benutzen. Sorry, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Doch kein Wankel? Hat doch eigentlich ein Wankelmotor drin, oder nicht? Okay, ich weiß nicht, was er jetzt drin hat. Vierzylinder, war. Oder ein V8. Oh, der hat aber ein gutes Handling eigentlich. Was sind Drifter? Ui! Wow! Ein bisschen abbremsen hier. Yeah! 5 Kilometer noch? Wir haben schon alles voll.
Aber ein Freund von mir sitzt im Stadtrat und hat die Straßen für uns sperren lassen. Verkehr ist daher kein Problem. Sorry, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe. Hä? So eine wichtige Information gewesen. Oh! War doch richtig. Scheiß. Das wollte ich mal nicht so früh abbiegen, war aber doch richtig, eine weiter. Oh. Das sehe ich gern. Und jetzt möchte ich mehr davon sehen. Okay. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Dabei, bye, bye. Was sollen wir denn jetzt hier lang, ey? Einmal abbauen hier. Okay, dann hier rum. Kopfsteinpflaster, das ist schön. Kopfsteinpflaster, schön. Nicht. Aber das ist eigentlich voll glatt hier. Okay, jetzt müssen wir hier rum. Oh. Junge, 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 was hier wieder abgeht, ey. Auf jeden Fall haben wir es geschafft hier. Wir haben es geschafft. Natürlich, wir haben es gleich geschafft, würde ich sagen. War besser als gedacht eigentlich hier durch. Hoppala. Jetzt gehen wir hier lang, okay. Wollen wir hier lang? Nicht die Lampe kaputt machen, die Ampel meinte ich, nicht die Lampe. Wow! Bam! Weil das so gut war, das kannst du nochmal hier. Ja, wollen wir hier lang? Okay. Yeah! Okay, wow! Yeehaw! Wenn ich mir diese Abwandlung eines Filmtitels erlauben darf. Okay, nicht so gut. Nur ein, so eine Münze da gekriegt. Oder Stern, wie auch immer. Was habe ich denn da eigentlich? Sieht irgendwie so aus, als wenn ich fluche. Aber eigentlich hatte ich das als Gedanke, dass ich... Ja, so, yeah! Geil! Aber wie sieht das jetzt so aus, als wenn ich fluche? Aber naja. Was für ein Fluch. So, letztes Rennen. Hier und auch letztes Rennen für diesen Stream. Oh. Ich glaube, wir haben es geschafft. Der Drift Club ist in aller Munde. Im Radio wird über uns berichtet und ich höre, dass überall neue Clubs entstehen. Um das zu feiern, habe ich etwas echt Spektakuläres organisiert. Vor uns steht eine Shelby Cobra 427. Meiner Meinung nach bietet kein Wagen ein himmlischeres Fahrgefühl. Dieser Wagen gehört Miss Dawson, die ein Rennsportfreak ist, wenn ich das so frech sagen darf, und eine echte Kennerin britischer Automobile. Okay. Aber erstmal müssen wir... Du wirst ihn zum Horizon Festival fahren. In den Driftkreis mitten auf dem Festival. Ich muss schon sagen, ich bin ziemlich neidisch. Okay. Also die lässt sich mal nicht so einfach driften. Okay, oder doch? Aber wir brauchen 120.000 Punkte. Wahoo! Yeehaw! Willkommen in Texas!
So. Wir brauchen ein bisschen Punkte hier. Highspeed-Punkte. Wow. Am Rande des Abgrunds. Am Rande der Straße. So kann ich das mal nennen hier, ne? Am Rande der Straße. Nicht schlecht. Aber muss ich nochmal das Leistungsgewicht erklären? Ah, ich wollte gerade ein Bild machen. Nein, musst du nicht. Wir fahren doch hier. Im dritten Gang und durchdrehen Reifen. Ich brauche doch noch ein Bild, ey. Holy. Ich glaube, das kann was werden. Ein schönes Bild hier. Von hier oder von dort. Ich glaube, so wäre, glaube ich, gar nicht verkehrt. Sind dich dran? So. Ah. Oh, das kann man machen. Das kann man machen. Ein kleines Bild hier. Einmal speichern. Für ein Thumbnail. Thumbnail. Oder ein Thumbnail. Komm, das speichern wir mal. Bam, 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 badam, bam, bam. Nein, wir wollen es nicht teilen. Tita Tyler. Okay, jetzt sind wir. Jetzt ist es auf einmal dunkel geworden. Okay, Punkte haben wir jetzt schon genug. Aber der lässt sich sehr gut kontrollieren, so im Moment. Wow. Wow. Schauen wir noch die 120 oder 220.000. Ja, okay, haben wir 100.000 mehr. Sehr schön. Sehr schön. Ah. Mir gefällt, wie du das Heck kontrollierst. Ja, es kommt gar nicht so einfach hier. Fast da. Oh, reiß dich zusammen, Robert. Okay, das war nicht ganz so schön, aber naja. Yeah, das hat voll geklappt, ey. Ich hab gedacht, ich knall da irgendwo gegen. Aber nein. Da ist er. Der Driftkreis. Und die ganze Welt schaut zu. Ich kann kaum atmen. Eigentlich muss ich ja die Luft anhalten, nicht du. Verdammte Axt. Das war doch fast 200.000 mehr. Reise, oder? Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass es mir eine Ehre war, dich in Aktion zu erleben. Nach Rücksprache mit den anderen Mitgliedern des Clubs möchten wir dir eine lebenslange Mitgliedschaft im Drift Club anbieten. Dankeschön. Danke für die Mitgliedschaft. Und auch natürlich die Zuschauer. Ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, in dem Frankie Arc Mitglied oder Arc als Mitglied zu werden. Einfach entweder auf Twitch folgen, genau, also folgen, Follower sein oder halt bei YouTube als Abonnent. Jetzt verstehe ich auch endlich, warum ich immer dieselben Fahrer wegen Ersatzreifen anrufen. Ich sag dir Bescheid, wenn sich der Club wieder trifft. Okay. Und dann würde ich sagen, das war's für heute nicht, sondern für den Moment. Geplant ist heute Abend. Die bei YouTube gucken nicht. Heute. Ich weiß nicht, wann das ist, wann es rauskommt, das Video. Aber die hier bei Twitch reingucken, nachgucken, wie auch immer. Aktuell am 26.01.2019 gibt es abends irgendwann nochmal ein
Ein Stream. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau wann, aber angedacht ist auf jeden Fall einer. Und da geht es aber auf jeden Fall mit was anderes weiter, nicht mit Forza. Und damit würde ich sagen, bin ich raus für YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einen Daumen da oder einen Kommentar, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.